Aber wenn wir schon bei Fitna, Palava und Streit sind, können wir auch direkt Barello ansprechen, ne? Der König der Fitna, der sich jetzt gestritten hat. Ich wollte dich mal fragen. Also, ich lade euch ein zu meinem Geburtstag. Nee, anders. Ich mach ein, ihr macht in meinem Lokal einen Geburtstag, ja? Ihr macht in meinem Lokal einen Geburtstag und sagt, alle können vorbeikommen und ladet ein, ja? Am Ende haben alle gegessen, Nudeln, Pizza, was gab's noch, Sandwiches. Ja, und dann schicke ich euch eine Rechnung, 3049 Euro. Frage, ja. Eine richtige Rechnung? Das ist nämlich die Frage. Wisst ihr, was ich an diesem Streit gemerkt habe, also um es kurz runterzubrechen, für die, die es nicht verstehen, Arafat und Barello sind im Streit. Ich denke, Arafat kennt man schon so, ne? Für Leute, die nicht TikTok-affin sind, die kennen bestimmt den Barello nicht, aber der ist halt so der König von TikTok, kannst du sagen, was Livestreams und Live-Matches und diese Fitna-Bubble angeht, ne? Die wir heute ein bisschen beleuchten. Und die haben einen Geburtstag gefeiert, dann gab es eine Rechnung, 3049 Euro, die hört sich schon so, das ist auch so eine lustige Rechnung, weil wenn die gelogen ist, ist das wirklich so, mach nicht 3050, sondern 49. Ja. Weißt du so? Ne? Und Barello meinte, ey, das geht nicht klar, ich kriege hier eh nie Geld. Die hatten anscheinend auch einen Vertrag zusammen, ich kriege hier eh kein Geld. Und das, ja, 50-50-Vertrag. Und Arafat hat gesagt, ich zahle die Hälfte für die ganzen Pizzen. Barello meinte, nee, die Rechnung war niemals so hoch. Ich habe gesagt, 500 Euro wäre okay, weil sagen wir mal, ein Pizza kostet 15 Euro, Leute, ne? Und wenn man das teilt und so, weil als ob einer komplette Pizza isst und so, ne? Ich habe gesagt, für 500 Euro macht full Pizzas und so, ne, Leute? Dann würde ich verstehen und so, dann alle Leute, die da waren, würden essen und so. Aber dann später kommt raus, er sagt 3000 Euro irgendwas und so, ne? Wo ich mir denke, wallah, ich habe das gezahlt, okay, Leute, wallah, ist auch scheißegal, Leute, für diese Geld und so, ne? Aber das Ding ist, die armen Menschen, die gekommen sind, keiner hat was gegessen. Wallah, keiner von denen hat was gegessen. Wir waren die ganze Zeit live, alle Leute, Barello, Barello, Barello. Die Leute, die für mich gekommen sind, die haben mir leid getan. Nicht wegen diesem Geld. Wallah, ich scheiß auf das Geld, was ich gegeben habe. Wallah. Und dann ist daraus Palava gekommen. Das heißt, man kann hier ja schon sehen, wie wichtig Professionalität ist. Ne? Mhm. Barello beharrt auf eine vernünftige Rechnung. Mhm. Ne? Arafat hat wahrscheinlich die letzten 15 Jahre nie mit Rechnungen gearbeitet, mit Bushido. Ich glaube, das war mehr so, Bruder, ne, heb mal ab. Mhm. Und ich finde es so interessant, weil am Ende scheiden sich wirklich die Geister bei Geld, wenn keine Professionalität herrscht. Ne? Ja. Das sieht man daran so krass. Wie würdet ihr reagieren? Ihr kriegt jetzt keine, nehmen wir mal an, ihr kriegt jetzt von hier, ey, das hat 3000 Euro gekostet, Jungs. Das war für euren Geburtstag, die haben alle Pizza gegessen, der hat dreimal Fleisch gebracht. Wärt ihr auch stutzig oder würdet ihr sagen, ey, komm, ist die Rechnung oder... Sehr, sehr schwierig. Also ich würde erstmal... Ich würde niemals so weit kommen, also generell... Du würdest nicht viel einladen, ne? Damit die Rechnung überschaubar bleibt. Aber, keine Ahnung. Also ich sag dir ehrlich, ich würde es nicht zahlen, wenn es keine richtige Rechnung ist. Weil ich einfach nach meinen Infos gehen würde und Barello hat bestimmt sein Leben lang die Info bekommen. Ich muss jetzt voll weit ausholen, Alter, wenn ich wirklich zum Punkt kommen möchte. Alter, mach ruhig, wir sind hier im Podcast. Warum ich diese Rechnung nicht zahlen würde, warum würdest du die Rechnung nicht zahlen? Ganz einfach gesagt, keine Rechnung da, was willst du denn, was gibt's da noch zu zahlen? Ja, dreimal Fleisch hat er gebracht, Bruder. Das ist egal. Die Rechnung für dreimal Fleisch bringen. Ja, das ist 3049 Euro. Ja, Bro, ganz einfach, Alter. Natürlich, Mann, wenn du was zahlen sollst, dann also ich würde mich schämen, sage ich dir ganz ehrlich, okay, wirklich, dir zu sagen, okay, ey, du musst das und das zahlen und dann mit Hand geschrieben irgendwelche Zahlen aufschreiben, die man sogar vielleicht laut Barello nicht lesen kann, so wirklich. Ich habe über 2000 Euro, von Herzen, alles gut. Aber ich habe nicht, ich habe keinen Mensch aufgemacht. Kann ich was sagen? Diese Rechnung, die kam, zum Beispiel die Rechnung, die kam, warum kam das geschrieben von ihm und kam das nicht schriftlich von dieser Piep, Piep, weil das kommt eigentlich schriftlich. Der Typ hat alles selber geschrieben, ich hab nichts gecheckt. Ja, warte, ich sag dir warum. Ja, sag, du Witzbold, weil du willst jetzt hier wieder, ja, aber du willst ja jetzt cool sein. Ich sag dir warum, der Laden wurde wegen dir geschlossen, das war eine private Sache, okay, eine private Sache. Punkt 1, weil wer der Laden, na, ich erklär dir, das hat eine steuerliche Hintergrund, wäre der Laden offen, ja, dann hättest du dich, deswegen kam auch dieser Finanzamt-Typ, du warst dabei und der Bulle hat gesagt, ist das privat oder ist das geschäftlich? Dann habe ich gesagt, das ist eine private Veranstaltung. Kannst du dich daran erinnern?
Keine Ahnung, also mir wurde im Hintergrund wurde mir gesagt, du bist mit denen gut. So wurde mir gesagt, voila, ich weiß nicht, was ihr da geredet habt, so weiß ich nicht, voila. Dann sage hier, ey, dein Geburtstag, ne, du musst 3049 Euro zahlen. Ja. Und das nochmal offen, also selber geschrieben, also ja, come on. Ja, 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 ja. Weiß ich, meine. 49 Euro. Ja, irgendwie sowas. Prozent abgezogen oder? Nee, diese 3049 Euro sagt Arafat ist, weil man den Laden schließen musste und er sagt, er hat das selber als Rechnung bekommen von dem Typen, der den Laden halt führt, die Pizzeria. Ja, aber weil du sagst auch irgendwie, ja, aber der kennt den Typen, der kannte den Typen. Ja, das so ist das. Ja, 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 ja. Deswegen, es ist auch so kompliziert und deren Beziehungsdynamik, keine Ahnung. Crazy, sowas habe ich noch nie gesehen. Ist rein theoretisch nur 1200. Ja, Arafat hat gesagt, ich bezahle die Hälfte mit Herz. Bruder, ich würde die zahlen und sagen, weißt du was, tschüss. Ja, aber das will man. 25 meinte ich. Ja. Aber das Ding ist, was so interessant ist an diesen Verhältnissen, ist ja, die haben ja einen Vertrag, dass sie zusammen diese Live-Matches machen. Das generiert ja schon einiges an Geld. So, du machst jetzt eine Veranstaltung mit deinem Influencer, jetzt mal so managementtechnisch gesehen. Du lädst jetzt tausende Leute ein. Er ist ja das Talent, alle kommen wegen Barello. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern ich als Management sagen würde zu meinem Talent, yo, du musst diese Rechnung zahlen. Also ich würde erstmal als Management sagen, ey, was ist das, Barello? Hier ist die Location. Ja. Schau, dass du vielleicht 1000 Leute, also jetzt mal einfach mal so, also jemand zahlen. Da war schon voll, da waren viele. Ja. 1000 Euro, 1000 Menschen vielleicht einladen kann. Also ich würde als Manager würde ich das schon erstmal alles kalkulieren. Vorkalkulieren, genau. Ja, wie viel willst du einladen? Was für Pizzen nehmen wir? Was für und genau alles organisieren. Das macht ja Management. Genau. Ja, so und ich würde auch nicht zu meinem Influencer sagen, hier so die Rechnung musst du zahlen. Ja, ich auch nicht, weil wir machen ja selber, wir haben jetzt keine Influencer, die wir jetzt managen, aber wir betreuen ja Influencer, wir bieten das an. Und wenn ich jetzt ein Talent hätte, jetzt so wie Barello, wir sind jetzt nicht an dem Punkt, der dir auch viel Geld einbringt und der ja auch einfach auch, ne, sag ich mal, auch ohne ihn funktioniert, der Typ funktioniert einfach auf der Plattform, das ist nun mal so, weiß ich nicht, wie schlau das ist, so extrem immer auf diese Beträge zu beharren, auch wenn du diese ausgegeben hast, weil du verdienst ja aktiv die ganze Zeit mit diesem jungen Geld. So, verstehst du, was ich meine? Das ist das, ja. Ich kenne jetzt nicht Zahlen intern, aber Arafat funktioniert alleine wahrscheinlich nicht so krass wie mit Barello. Barello funktioniert alleine. So, der Typ ist unterhaltsam, der kann mit einem Mädchen online gehen, der kann alleine online gehen, er funktioniert. Wirklich nur darauf bezogen, weil es gab ja auch die Debatte quasi, dass der für Spotify kein Geld bekommt, diese 900 Euro, ja. Dass der das nicht bekommen hat und die sollte er auch kriegen. Irgendwie YouTube-Einnahmen 300 oder 600 Euro oder so, keine Ahnung, das hat er auch nicht bekommen. Ja, das ist anscheinend, fehlen da auch so Systeme einfach. Einfach Systeme fehlen ja, da, ja. Systemfehler, also, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Also auch so einfach so Dinge, die man einfach tracken kann. So. Ja, also, meine, ja. Ist ja mega wichtig. Die Professionalität. Weil sonst hast du am Ende des Tages einfach ein Durcheinander. Ja. Und er kann Recht haben, aber er kann auch Recht haben. Und genau. Keiner weiß aber so wirklich. Und ne, das ist einfach deswegen dann am Ende durch ein Chaos. Alles schwarz auf weiß. Ja, 100%. Alles vertraglich. Oder egal, wie lange ihr euch kennt. Und das können auch Südländer mit sich ziehen, weil daran scheitern oft Ausländer im Business. Dieses Bruder, wir sind Brüder und da, da, da. Es gibt irgendwann einen Betrag, da sagt er, du bist nicht mehr mein Bruder, wo sind meine 2000 Euro und bla, 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 bla. Und das kann man wirklich eigentlich vermeiden. Und ich finde es krass, dass einer, der wirklich über 15 Jahre Geschäfte gemacht hat mit einem Deutschrapper, der ja unter seinem Management war, dass anscheinend, weil jetzt dieses Gerichtsverfahren, ne, das ist ja alles öffentlich, kann man drüber reden, ist ja auch zivilrechtlich nicht in seinem Gunsten ausgegangen. Und ich glaube, vieles daran liegt einfach auch unabhängig von diesem ganzen Unterdrückergelaber, einfach an der mangelnden Professionalität. Normalerweise äußere ich mich dazu nicht und ihr habt auch eigentlich noch nie irgendwas von meiner Seite aus gehört. Aber das war heute so wichtig für mich, für uns, für mich und meine Familie, für meine Frau vor allem. Weil das Dinge betrifft, die wir in der Vergangenheit extrem auf dem Tisch liegen hatten. Ich befinde mich jetzt seit einigen Jahren mit Arafat gemeinsam vorm Landgericht in Berlin. Ich meine jetzt aber nicht einen Strafprozess, ich meine das hier eher als Zivilprozess. Denn der gute Herr hat ja jahrelang behauptet, mein Manager gewesen zu sein und hat dementsprechend eine Menge Rechnung geschrieben, hohe Beträge einkassiert. Und habe
hat dann irgendwann mich verklagen wollen und hat das auch getan, weil ich dann irgendwann nicht mehr gezahlt habe. Und ich habe in dem Zuge gesagt, okay, pass auf, du kriegst nicht Geld von mir, sondern ich krieg eigentlich Geld von dir, weil der Managervertrag ist sittenwidrig und all das, was da dazugehört, ist sozusagen gegen deutsches Recht passiert. Und es gab auch damals eine relativ interessante Diskussion zwischen meiner Frau und Nasser, also dem älteren Bruder von Arafat. Und sie hat auch gesagt, ey, wir machen das jetzt nach deutschem Hack. Wir gehen vor Gericht und dann über den Richter entscheiden. Und heute hat der Richter entschieden, Leute, das Urteil ist heute gekommen. Er war nie berechtigt, Geld von mir zu kassieren. Ja? Die Vertragsgeschichten, die dort in der Vergangenheit existiert haben, sind sittenwidrig, beziehungsweise das, was er jetzt neu behauptet hat, wurde auch nicht anerkannt. Das Urteil kam und ja, erste Instanz komplett durchrasiert. Und ich bin so glücklich, ich bin so, so glücklich, nicht nur, weil er mir jetzt irgendwie plus Zinsen so knapp 2,x Millionen Euro schuldet für 2016, sondern es geht hier ums Prinzip, ja, jahrelang abkassiert, obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen ist. Und das hat aber dort in den Kreisen niemanden gejuckt, weil Leute sozusagen nicht anhand der rechtlichen Situation in diesen Kreisen behandelt werden, sondern aufgrund der Tatsache, wer stärker ist, wer mehr Brüder hat, wer ältere Onkels hat und so weiter und so fort. Wie auch diese Management da rangehen, ne? Also einfach wirklich dann den Künstler sagen, ich, ja, Habibi, ne, Bruder, überweis einfach und so, weil vor Gericht, wir sind hier in Deutschland, Alter, die werden dich fragen, wo sind die Rechnungen, wo sind die Papiere? Und dann kann jemand einen Anspruch vielleicht geltend machen, der vielleicht auch nicht gerechtfertigt ist. Wir wissen, Bushido ist kein Unschuldslam, aber ich kann mir vorstellen, dass Bushido sich auch dachte, ey, wir haben nie Rechnungen und so, ich nehme den auseinander vor Gericht. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn vielleicht die Zahlungen für die Leistungen gerechtfertigt waren, weil ich kann zum Beispiel jetzt zu dir sagen, ey, ich gebe dir 500 Euro, dass du jetzt mitkommst hier auf dieses Konzert und auf mich aufpasst. Ja. Aber ohne eine Rechnung kann ich später sagen, der hat nicht mal eine Rechnung bekommen, der hat einfach 500 Euro von mir abgenommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, auch. Du weißt erstmal aus dir, dass er 500 Euro abgenommen hat. Weil wahrscheinlich ist das meiste Geld ja bar geflossen. Ich denke schon. Das kannst du ja nicht zurückverfolgen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, aber wenn du... Kannst du das ja auch beweisen. Ja. Und bei der Thematik jetzt speziell, kompliziert. Da war ja komplett ekelhaft. Die haben heimlich Videos gemacht, obwohl die noch befreundet waren. Ja, ja. Die haben sich aufgenommen und. Ja. Ja. Aber, das ist aber dann geht es auch wieder um ganz hohe Beträge oder ja, so. Ja, da ging es um eine Menge Money, ne? Qatar hat ja auch keine niedrigen Beträge. Der kennt CEO anscheinend auch ziemlich lange. Ja. Und der hat sich mit denen hingesetzt, mit deren Anwälten, hat einfach einen Vertrag mit denen gemacht, so dass der eine nicht sagen kann, ich muss mehr kriegen. So, dass der eine nicht sagen kann, hier, ich habe das und das jetzt so hier stehen. Ja, 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 ja. Ja, oder zu wenig Geld und, ne? Ja, ja, ja. Weil es, weil ja. Hier ja, hast du alles. Genau, weil man kann es dann aber auch den Menschen gar nicht mal so übel nehmen, ne? Wenn die dann vielleicht irgendwie denken, okay, habe ich jetzt vielleicht zu wenig bekommen, weil die sich ja, dann klar, gar nicht damit so gut auskennen. Ja, klar. Und du als dann vielleicht Manager kannst dann erklären, ey, Bro, guck mal, ne, so und so läuft das Ganze, hier, guck mal hier. Und, ne, das haben so wir ausgegeben für dich. Richtig, das war, genau. Ja. Und ich finde auch, Manager muss auch dem Influencer dann von mir aus auch dann vielleicht natürlich Dinge beibringen. Die volle Bandbreite. Genau, auch ein guter Steuerberater, sagt man, also ein guter Steuerberater bringt dir auch Dinge bei. Ja. Ja, voll, voll. So. Warum sträuben sich Leute immer so sehr davor? Ist das so unangenehm, mit deinem Homie so wirklich so Verträge aufzusetzen? Ich glaube, die wollen sich nicht die Arbeit machen.